So. Gut, hier drüben höre ich schon wieder rumächzen und stöhnen. Dann nehme ich doch an, haben wir... Achso, dann kommen wir hier wieder raus, okay. So. Hier drüben war noch ein Eingang, ne? Hör auf zu spucken. So. Ach, da oben hätten wir auch was Explosives gehabt. Das ist auch schön zu wissen. So, gucken wir mal. Ach, das ist aber... Wenn ihr das so offen hinstellt, dann ahne ich doch, dass jetzt gleich wieder jemand kommt. Ja. Wehe, ihr erschreckt mich jetzt. Gut. So, hätten wir das, dann können wir jetzt nach oben gehen, nehme ich an. Mal wieder füttern. Was? Da unten, willst du mich denn verarschen? Na komm, warte. Deswegen ist ja auch die Stasi-Station. Aha. Machst du mal auf? So, schnell auf die andere Seite. Und dann zimmern wir unserem Mädchen hier mal eins rein. So, magst du sterben? Ja. So mag ich das. Hat die Gute denn irgendwas für uns bereitgestellt hier? Nee, ne? Ich guck noch mal kurz. Mach doch mal. Nährstoffhass wird ersetzt. Aber gut, dass ich immer so doof bin und diese Scheiße hier aktiviere mit diesem Nährstoff zuführen und so. Nee, ist nichts mehr. Okay. Alles klar. Dann lade ich nochmal fix hier meine Stase auf. Wir wollen ja nicht unvorbereitet in den Kampf gehen. Was jetzt natürlich ganz schlau war, hier reinzugehen. So, und dann gehen wir natürlich noch nach oben. Und dort wird ja sicherlich auch noch eine lauern. So. Einmal das Leben wieder aufgefüllt. Gut, dann mit dem Aufzug nach oben. Ebene 2 und 3, okay. Erstmal Ebene 2 natürlich. Da fällt mir gerade ein, konnte man in der Anbaukammer Westen auch noch in die dritte Ebene hoch? Ich gucke erstmal, was oben ist. Das interessiert mich gerade. Ich glaube, drüben gab es auch noch eine dritte Etage, oder? Nicht, dass da irgendwie ein Energieknoten rumlag. Okay, hier ist so eine alte. Sonst nix. Stirb! Stirb! Gut, auch keine Monster ansonsten. Das ist ja irgendwie schon viel zu einfach, habe ich das Gefühl, hier auf der Seite. Nein, Quatsch. Ebene 2. Ob die Dr. Cross auch so ein Vieh geworden ist? Oder ob die sich hat retten können? Wäre mal interessant zu wissen. Hier drüben gibt es bestimmt Aufschluss darüber im Audiolog. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Ja, das wird wohl der Leviathan gewesen sein. Okay, auf zur Kühlkammer Ost. Energieknoten, yay. Ich habe gerade mitgekriegt, die quasseln ja auf Englisch hier, dieses Geflüster, das scheint Englisch zu sein. Also irgendwie verstehe ich immer was mit Security oder so. Das haben sie dann nicht mit übersetzt, da waren sie dann zu faul gewesen zu. Oh yay. Na, hier sieht's ja spitze aus. So wohnlich. Was? Oh nein, bitte nicht schon wieder. Nein! Oh, komm schon. Oh nein. Wo ist denn hier mein... Komm schon, komm schon. Oh nein. Fuck. Das lässt sich so beschissen treffen. Nein! Nein!
Ups. Das ist aber auch beschissen gemacht, muss ich sagen. Man kann das, also ich habe erst gar nicht gesehen, wo mein Laser überhaupt hingezeigt hat. Und dann lässt sich das auch so komisch steuern irgendwie. Also das ist ganz, ganz merkwürdig gemacht, diese Zielführung da in dem Moment, wenn man da an dem Vieh dranhängt. Und ich nehme mal ganz stark an, das wird der Leviathan sein, der uns da immer irgendwie schnappt und wegzerren will. Fand ich aber süß gemacht, wie er jetzt erstmal von uns gelassen hatte, um dann nochmal richtig böse zuzupacken und uns die Rübe wegzusensen. So, da schnappe ich mir jetzt aber mal den Halbleiter gleich mit der Chinese, da wir sonst wahrscheinlicherweise gar nicht rankommen. Wobei, wir könnten bestimmt zurücklaufen. Puh, okay, los geht's. Och, Mann. Trotzdem wieder erschrocken. Oh, komm, wo ist denn das? Ich sehe nichts. Oh, scheiße. Was, was, wo, wo, wo? Oh, Gott sei Dank. Isaac, du machst Sachen durch. Meine Güte. Das lässt sich echt so beschissen machen. So, haben wir ja was verpasst. Isaac kann gar nicht rennen, so eklig ist das hier. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Magst du nicht mehr rennen, Isaac, mein Freund? Geht es dir zu schnell vorwärts? Kann ich verstehen. So, hier geht's wieder. Okay. Meine Güte, ich habe keine Lust, den Leviathan kennenzulernen, ehrlich gesagt. Ich kann drauf verzichten. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Gut. Was haben wir denn hier, Tolles? Don't believe their lies. Read what they really sang. Was? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, ich glaube, das ist die falsche Melodie, aber macht nichts. Jetzt bin ich zu sehr in Twinkle Twinkle reingekommen. Aber interessant, die scheinen ein eigenes Alphabet hier gleich entwickelt zu haben. Ich weiß nicht, ob das später noch irgendwie von Interesse wird. Stase. Stasi-Station heißt doch meistens, dass wir die auch irgendwie brauchen. So, ich räume mal ein bisschen auf. Das habe ich vorhin auch gemacht, dann beim zweiten Mal spielen in dem anderen Raum drüben, wo man keine Schwerkraft hat. War eigentlich ganz nützlich gewesen. Also dort waren es ja hauptsächlich Beine, derer wir uns entledigen mussten. Da drüben hängt schon wieder so ein Arschloch rum. Bäh, du kommst jetzt auf die Idee, uns hier blöd... Schnauze halten! Wieso kann ich den denn nicht schlagen? Ja, dann... Greif uns ja nicht an! Greif uns ja nicht an! Greif uns ja nicht an! Sonst ist rüber ab! Nein, ich will nicht meine Muni verschwenden. Ach du Scheiße, ich sehe Schreckliches. So, auf dem organischen Kram können wir nicht landen? Haben wir irgendwo ein Kabel, das wir mal einfrosten können? Da zum Beispiel. Hat super geklappt. Ich sehe schon. Können wir denn überhaupt irgendwo hin? Hallo? Ich würde gerne irgendwo hinspringen. Wie komme ich denn da ran? Verstehe ich nicht. Stase nachladen. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, ja. Du darfst es auch benutzen. Und Beginn der Schwerelosigkeit. Ja, ja. Klobber halt, Mädchen. Wieso kann ich denn hier nirgendwo hinspringen? Sagt mir das mal. So, Scheißdreck. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich nehme an, ich muss erst dieses... Können wir hier irgendwie... Ich nehme an, ich muss erst diese blöde Elektroscheiße da irgendwie wegkriegen, aber ich komme da nicht ran. Wie soll denn das gehen? Wo muss ich denn hin? Ich... Ja.
Ach ja, natürlich. Oh nein. Oh nein, ich hab das letzte... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ihr wisst, was kommt, oder? Oh nein. Ich muss nochmal beim Leviathan vorbeisehen. Muss ich nicht? Oh, danke. Hier spricht Tempo. Stellvertretender Chief Engineer. Das freut mich. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schiffdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Können wir den Mist vielleicht irgendwie hier benutzen, um irgendwas wegzufeuern? Nicht so. Ja, super. Wie komme ich denn da irgendwo hin, Mensch? Das verstehe ich nicht. Kann mir das mal irgendjemand erklären? So, aber da drüben können wir auch nirgendwo, ne? Ach, aha, 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 Isaac. Warum denn nicht gleich so, hä? Warum denn erst so etepetete-mäßig? Arschloch. So, dann hüpfen wir erstmal hier hin. Was ist das denn? So. Machen wir das mal so. Oh, Quatsch. Du darfst dann auch irgendwo... So, mal ganz schnell nach oben. Oh, ich höre was. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da. Meine Güte, ich glaube, hier kommt sonst was. Oh. Ab die Fühlerchen, du Arschloch. So, du kommst aber gleich mal her. Komm her. Sei nicht wieder postig. So, hast nichts mehr für uns, oder? Nein, schade. Wo sind jetzt meine Impulsprojektile gelandet? Hat der die denn eingesammelt? Ich glaube nicht, oder? Hm? Hast du uns die gegeben? Ach komm, ist mir egal jetzt. Ich höre doch schon wieder irgendjemanden rumächzen hier. So, erstmal hier rüber. Jetzt müssten wir ja eigentlich wieder richtig rumstehen, würde ich denken, ne? Schnauze halten! So, wehe, jetzt kommt hier. Gut. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich hab jemanden gehört. Ich hab jemanden gehört. Erstmal runterhüpfen. So. Wo? Wo? Ach da. So. Ärmchen ab. Wo ist der andere? Wo ist der andere? So, das ist bloß ein Ärmchen. Wo ist denn der? Hallo? Ach da! Bleib mal stehen, mein Freund! Immer noch nicht tot! Kannst einfach nicht genug kriegen, ha? Puh! Okay. Oh, da war ja was! Stimmt ja! Wo ist denn die Alte? Da drüben. So, rennen wir einfach mal. Mit Rennen ist ja nicht viel. So. Dann hüpfen wir einfach mal hin. Ja, komm. So. Problem erkannt, Problem gebannt. Und das reicht zeitlich noch. Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac. Ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Sowas passiert uns auch nie. Och Mensch, wir müssen wieder den ganzen Weg zurückgehen. Ist ja doof. So, können wir gleich hier so mal hüpfen. Och Isaac, jetzt stell dich doch mal nicht so an mit deinem blöden Rumgehüpfe hier, hä? Ist aber auch eine Püppi, der Kerl. Das ist unglaublich. Ist das da drüben was eigentlich? Nee. Magst du mal die Bampen halten hier oben?
Du hast deinen Arm verloren übrigens. Ist gar nicht so schlimm, ne? Jetzt hat er es hinter sich. Jetzt hat er es hinter sich. Ich habe ihn nur erlöst. Das war jetzt ein reiner Gnadenakt. Oh, Quatsch. Ja, man sollte sich auch ab und zu mal über die Tastenkonfiguration bewusst sein und nicht irgendwas drücken. Das könnte vielleicht helfen. Oh, was haben wir hier? Moment, Moment, Moment. Ein. Ach. Na, sagt mir das doch. Das weiß ich doch nicht. So, das ist natürlich schön, dass es hier sowas gibt. Das ist gut zu wissen. So, jetzt aber mal ab nach unten. Kommen wir denn hier vielleicht direkt irgendwie? Natürlich nicht. Kannst du nicht irgendwie noch ein Stück zurückgehen? Hallo? Was ist das denn für ein Gepiepe hier? Ich komme nicht mehr runter. Scheiße. Ja, auf dem organischen Mist kann ich ja nicht landen. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Hä? Bin ich denn blöde? Ach, Mensch. Also, das war jetzt eine rein rhetorische Frage. Ich will keine Antwort von euch drauf haben, ne? Muss ich vielleicht nochmal hier auf die andere Seite? Ich glaube, es war jetzt total sinnlos, dass ich einfach hätte rüberlaufen können. Aber hey, was soll's? Ach. Können es natürlich auch einfach so machen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Hüpf, Isaac, ich hasse dich. Mann. Stell dich doch nicht so an, Mensch. So, wo ist das Loch? Hüpfen wir ins Loch. So.